Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fear the Wolves. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben ja die Close Beta jetzt wochenweise verfolgt, bis auf einen Krankenhausaufenthalt. Die Phase habe ich verpasst. Wir befinden uns, glaube ich, jetzt mittlerweile in der vierten Close Beta Phase oder fünften. Ich kann es leider nicht mehr mitzählen. Und ja, dürfen jetzt am Wochenende wieder loslegen. Und ich möchte natürlich mit euch zwei Runden mal versuchen. Mal schauen, ob wir das irgendwie auf die Kette kriegen. Mittlerweile können wir den Typen und die Frau auswählen. Aber jetzt keine Kleidung mehr. Also wir dürfen jetzt männlich oder weiblich sein. Das hat sich schon mal verändert. Ich hoffe, von der Performance ist es noch besser geworden. Das war in der letzten Phase eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich drücke mal auf Matchmaking. Buh. Haben wir direkt 50 von 60 gefunden, 51. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Watch, einfach nur gucken. Und Stats sind noch nicht mit drin. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, ist ja die Closed Beta. Das Ganze, wer es nicht kennt, ist von den Machern von Sovarium, Vostok Games. Und es ist ein Battle Royale Titel. Ich bin ja nicht so der riesen Battle Royale Fan, aber von Vostok Games gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und das verfolge ich dann auch ganz gerne. Bin mal gespannt, ob das Matchmaking jetzt immer noch so elend lange dauert. Selbst wenn 60 waren, hat es ewig gedauert, bis dann da stand, fertig. So, also die Region, die wir frei haben, ist in EU, da ist der Ping sehr gut. Die anderen sind nicht so gut, das wäre natürlich unpraktisch. Match found, sagt er. Und ja, da hat es immer ganz lange gedauert, bis wir in der Lobby gelandet sind. Also ich habe heute noch gar nicht gespielt, die Close Beta ist gerade erst wieder angelaufen. Ich bin ganz gespannt, gerade eine E-Mail bekommen, der sagt, cool, kann ich nochmal eine Runde spielen. So, und das geht auf jeden Fall schon besser. Begeistert mich sogar schon fast. Also, das ist, ich finde diese Close Beta, die sie hier machen, ziemlich raffiniert. Das Spiel soll diesen Sommer ja erscheinen. Ob es jetzt, wie teuer es wird, weiß ich noch nicht. Ob es überhaupt was kostet, weiß ich auch nicht. Aber es ist ganz cool gemacht, dass die wirklich immer ein Wochenende spielen, dann gucken sie sich da an, lassen sich dann berieseln mit den ganzen Bugs und was alles so gefunden wurde, machen das eine Woche lang safe. Und dann hauen sie wieder eine Close-Beta-Phase raus, wo wir dann nochmal alles testen können. Also die gehen wirklich nur mal sicher und da sollte man den Entwicklern tatsächlich sogar mal gut reden, weil das ist ja wirklich mal Mühe, die sie sich machen. Ne? Und tatsächlich dürfen wir es ja umsonst spielen, ist ja nett. Ne? Gut, dann wollen wir mal gucken, wie ich mich heute wieder blamiere. In der letzten Phase war ich ja Sniper, also glücklicherweise, weil ich so ein Ding da gefunden habe, aber habe geschossen wie der letzte Trottel und ja... Mal gucken, was wir heute finden. Mal gucken. Ne? Wahrscheinlich finde ich wieder irgendwelche seltsamen Monster, die mich dann töten wollen. Und einen Spieler, der mir dann im Rücken schießt. Gut, aber ansonsten hat sich das bis hierhin ganz gut entwickelt. Ich glaube, das erste Mal, wo wir das gemacht haben für The Wolf, war Katastrophe. Es war nur am Laggen. Ich musste, glaube ich, 40 Magazine gefühlt in einen Gegner pumpen, damit der tot ist. Aber das ist alles jetzt in der letzten Phase schon einigermaßen besser gewesen. Also sind auf einem guten Wege, sagen wir mal so. Das lädt aber ganz schön lang. Ah, es zappelt schon da unten, okay. Wenn es ruckelt und zuckelt, ist immer gut. Ja. So, da sind wir. Ich bin natürlich männlich. Mal gucken, was die anderen sich ausgewählt haben. Da muss eine Frau bei sein. Oh, die Arme. Da steht sie hinten. Standbild. Gut. 20 Minuten. Sekunden. Boah, Minuten wäre heftig. Was macht er denn da? Habt ihr gesehen? Ich liebe sowas. Ich liebe so bei Max einfach. Ey. Wo ist er hin? Oh Mann, zu wenig Zeit, ich hätte den gerne länger beobachtet. 85 Spieler! Ich wollte gerade ein anderes Spiel aufnehmen, aber dann lass das danach. So, jetzt gucken wir mal die Performance. Beim Abspringen hat's, ich glaube, er war fast am Boden immer erst, bevor wir tatsächlich loslegen konnten. Vom Ruckeln her. Ich habe nichts verändert in der Einstellung, ich lasse es so bei, damit ich da immer ein bisschen Referenz von habe. Also komm, ich kann mit dem Propeller drehen. Hui! Oh, es ruckelt aber immer noch ganz schön. Jetzt springen sie alle raus. Hui! Okay, ich fliege ein bisschen weiter. Aber ist egal, ich lande sowieso wieder mit neben jemandem. Boah, das ruckelt gerade wie die Pest. Also das Standbilder habe ich eigentlich. Also das müssen sie wirklich optimieren, muss ich sagen. Das ist nämlich ganz grausam. Und da willst du ja gar nicht abspringen. Hast du ja Angst. So, ich drück mal. Das hat aber geklappt mit dem Abspringen. Der Flug war jetzt schlimm. Der war sonst immer der Flug gut. Und so, ich falle. Boah, guck mal, wie viele. Das kann doch nicht wahr sein. Wollt ihr alle dahin? Na, ich werde das sowieso nichts finden. Boah. Das war kein einziger Ruck dazwischen beim Fallen. Also Respekt. Dafür haben sie den Hubschrauberflug versaut. Da. Ja, ich kann nicht durch meinen Fallschirm gucken. Ui. Es ist sehr schwer, den Fallschirm zu steuern. Nein, schwer nicht, aber man kommt halt nur wenig voran. Schönes Gebäude.
Nein. Das macht so ein richtiges Battle Royale Feeling gerade. Wo renne ich hin? Das ist scheiße da. Das sind nur kleine Müllhütten. Aber man, du findest ja überall irgendwas. So, also bis jetzt läuft es ja gut, muss ich sagen. Also grafisch scheint ein bisschen aufgepeppt zu sein. Und mal gucken, wenn das Wetter wechselt. Da hatten wir immer Performance-Einbrüche ohne Ende. Für sich verarschen, ne? Timmy findet mal wieder nichts außer eine doofe Hose. Das ist so typisch. Oh, da war ein Leck. Naja, ein bisschen Lecks darf ja passieren, ist ja nicht schlimm. Nur in so einem Battle Royale Titel könnte es ja dein Untergang sein. Und das wäre natürlich kacki, ne? So, dann laufen wir mal hier lang. Ist da einer? Das ist eine Tanne gewesen. Oh, das sieht so cool aus, ne? Nur alte Bank. Sonnenblume. So, wo wollte ich hin? Da. Ja, wir haben Zeit. 75. Bin ich der Erste, der stirbt? Immerhin. Oh. Das ist auf der Map gar nicht verzeichnet, ne? Oh, da werde ich nicht alleine sein. Ich beobachte erstmal. Ist irgendwas bewegt? Gut, nicht so lange bewegen. Nicht beobachten, sonst beobachte mich einer zurück und so eine Kugel kommt dann durch meinen Kopf geflogen. Ich habe gehört, das ist ja ungesund. Da liegt doch irgendwas drauf, ne? Nee. Nein, hier wurde geloot. 21 Schuss für die Pistole. Hier wurde schon gelootet. Aber hier ist doch zu. Aber hier ist auf. Verdammt. Wir sind nicht an einem undurchsuchten Ort. Das wird doof enden, glaube ich. Das wird richtig kacke enden für mich. Eine schöne Ecke hier, ey. Da hinten lief einer. Da, oh nein. Weather is changing. Oh nein. Was ist, lief gerade da einer lang, der geht wahrscheinlich da lang. Es wird auf jeden Fall sehr diesig. Hm, schicker Friedhof. Sehr authentisch. Ich gehe einfach mal da lang, wo der andere Spieler lang gelaufen ist. Das macht doch am meisten Sinn, oder? War mir erschrocken. Immer diese Figur hier. Ich vergesse, wie der heißt. Das ist ein dummer Tausch. Oh, jetzt kommt aber mehr Atmosphäre dazu mit dem Sound. Ich werde nicht zur großen Ortschaft gehen. Also es läuft stabiler. Definitiv haben sie da was verbessert. Oh, es knistert und knastert um einen herum. Ist eher so ein Horror-Feeling. Muss ich zugeben. Das kennt man aus Battle Royale in der Form auch nicht so. Also wir Flieger. Warum immer, wenn Nebel ist? Da sieht doch keine Sau, wo du das abwirfst, Mann. Eine Schuschu-Eisenbahn habe ich gefunden, ja. Ah, oh, mit der Pistole. Da werde ich aber nicht lange überleben. Ich werde nichts lange überleben. 55 Leben noch. Was ist das denn da? Ein riesiger Penis? Ah, oh, jetzt habe ich das gesagt. Das ist ja nicht werbetauglich, das Video. Das ist egal. Was? Es ist sehr oft, dass man Munition findet, aber nichts bekommt. Da sind so Punkte auf der Karte. Was sagt denn die Karte überhaupt? Dauert nur ewig, bis sie sich zerkleinert. Zerkleinert. Boah, ist das ein Wetter. Und die anderen sterben mit den Fliegen. Gesehen habe ich schon einen, aber... Da ist einer. Wenn wir den überraschen könnten. Der hat ein Gewehr, der wird mich töten. Ich hoffe, kein anderer in der Nähe. Ich weiß nicht, was hat er nur Scheiße? Ich weiß nicht, wo sein Loot ist. Ein Gewehr, ein Scharfschützengewehr, eine Melee-Waffe, Essen, ein Scope. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich überrascht. 7 Schuss, wow. Ja, damit konnte der nicht viel reißen, ist klar. Das ist die schlimmste Waffe im ganzen Spiel, glaube ich, wahrscheinlich die SVD, ne? Ist das, oder wie die SSV, Winston, so habe ich hab vergessen, wie die heißt. Die hat auch 9 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dann hätten wir mehr Schuss.
Scheiße, jetzt habe ich aber wirklich... Wartet mal. Wie benutze ich das in J? Das sieht echt genial aus. Was ist das? Pelican. Boah, wie geil er die nimmt. Okay, mit der Waffe. Immerhin. Puh. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jemanden gekillt. Mann, warum ist denn überall... Komisch, dass sie immer überall durchsucht ist, ne? Also wirklich überall. Sehr seltsames Geräusch. Ich guck auf der Map, als ob da immer auf der Karte markiert wird. Die Sonne kommt raus. Hier habt ihr einen Brummfietz. Ein Auto. Das will ich sogar benutzen, ey. Aber ich will es nicht fahren. Oh, das ist überhaupt nicht gut mit dem Gewehr hier, ey. Also ich freue mich, dass ich das habe, aber erstmal nur 7 Schuss. Und zweitens, taucht hier ja nichts. Weiß ich ja noch nicht, aber ich denke mal. Jetzt passiert gerade wieder irgendein Megaleck. Die müssen sie unbedingt rausschaffen. Das ist echt grausam. Da ein bisschen HP habe ich wieder. Danke für nichts. Mann, hier ist alles auf. Ich nehme gleich das Auto. Ne, das werde ich nicht nehmen. Ich gehe gleich zurück und hole das Auto. Guck nochmal auf die Kiste. Was macht er mit der Waffe? Okay, wir sind hier nicht mehr ganz so gut drin. Und fahr mal zu einer anderen Location. Also wir sind jetzt hier da oben. Sieht so aus, als ob unten sich alles zuzieht. Wir kriegen HP langsam wieder. Und ich nehme mal das Brummbrumm. Erste Mal. Premiere. Autofahren. Was kann nur da hinten losgehen? Boah. Das passt. Immer wenn ich ein Spiel spiele, gibt es Regen. Selbst Spiele, wo kein Regen gibt, gibt Regen. Ne, ist gar nicht Premiere. Wir waren schon mal Auto gefahren. Und das war eine Katastrophe. Scheint aber auch immer noch eine zu sein. Wenn du einen überfahren willst, dann kannst du in meine Tonne kloppen. Schön, dass du irgendwo einen siehst. Boah, nie im Leben. So, da laufe ich lieber. Ich glaube, das war die Ortschaft, wo wir gerade gelootet haben, ne? Einfach zur Großstadt. Auf zur Großstadt. Boah. Also das Wetter kommt sehr gut rüber. Leider ruckelt es stark. Einer ist an Verseuchung gestorben. Wer hat das denn geschafft? Oh ja, war bestimmt hier oben drin. Das kann man auf automatisch Feuer einstellen, das Gewehr. Was soll das denn? So. Also wir sind langsamer, wackeln mehr und glitschiger. Also erklärt er wahrscheinlich die Fahrphysik. Das sind die Toten. Die erschossen wurden, wollen natürlich Scheißwetter machen, ist ja klar. Ich brauche noch mehr Ausrüstung. Ich habe leider nichts gefunden. Nur durch diesen Kill haben wir einen gefunden, ein bisschen was. Was für ein Kaliber hat das Ding eigentlich? Steht das da irgendwo? Sehr akkurat auf jeden Fall. Distanz sehr gleich bleiben bis 750 Meter. Schade. Ein Sauerstofftank für 30 Sekunden irgendwie haben wir. Und da kommt eine richtig große Stadt. Ah, die Sonne kommt gerade raus. Ah, ich müsste die doch schon sehen. Oh. Ah, 3, 7 Schaden, da kommt. Fuck.
Mann! Du schiebst ja durch so eine Scheiße! Exit to Lobby. Jetzt schiebst du wegen so eine Scheiße? Oh Mann, da waren aber auch, die waren aber stark. Die müssen sie schwächer machen. Hast ja gar keine Schnitte gegen. So, noch eine Runde. Jetzt will ich aber wissen. Und jetzt will ich mal Loot finden. Verdammt nochmal. Hier, Frauen tötet keiner. At once. Ist noch nicht frei. Control, Sound. Alles gut eingestellt. Warten wir auf 60 Spieler. Mann, habe ich aber Glück gehabt, dass sie direkt zum Start dann reinkommen. Wie viel haben wir? 21? Dauert nicht mehr lange. So. Was machen noch? Ist hier ein Freund drin? So, die Hälfte haben wir schon. Naja, das Matchmaking hier in der Form dauert sehr lange. Und später kannst du ja natürlich hier in den Stats noch ein bisschen gucken. Watch, weiß ich nicht, was du da machen kannst. Wahrscheinlich alte Gefechte angucken und dich ein bisschen optimieren. Kleidungstechnisch. Da ist die Zeit nicht so schlimm, aber momentan ist natürlich gar nichts zu machen hier. Du stehst einfach nur doof rum. Das ist auch ganz schön lange. Naja, manchmal gibt es da einen Schwung. Soll mal ein paar Bots reinknallen, damit ich mal ein paar killen kann. Immerhin habe ich einen Pistolenkill. Ein Pistolenkill! Testzone und ein Battle Royale Spiel und ich mache Kills. Da kann das Spiel nur gut sein. Bin gespannt, ob die Kollegen auf der Gamescom sind, von Wasser Games mit dem Spiel. Ich werde alle besuchen, alle. Am Pressetag vor allen Dingen. Avorion werde ich besuchen. Einfach mal ohne anzumelden. Mal gucken, wer noch alles da ist. Avorion hat einen Stand eigenen dieses Jahr. Das könnte spannend werden. Auf Wasser Games war ich auch mal, wegen denen bin ich beim Pressetag eingeladen worden. Weil die mir eine Einladung geschickt haben und dann konnte ich mich dann akkreditieren. Mittlerweile kann ich mich mit einem Gewerbeschein akkreditieren. Und gehe jedes Jahr am Pressetag hin. Aber diesmal habe ich ein 3-Tages-Ticket und will in Köln sogar 3 Tage bleiben. Es wird eine schöne Gamescom diesmal. So, jetzt mach aber hinne. Mir fallen die Gesprächsthemen nicht mehr ein. Können auch über die Periode meiner... Nein, Quatsch. So, komm doch. Zwei auf einen Schlag. So. 55. Zick. Ja, Focus Home Interactive, Fear the Wolves Beta starts now. Headline, habe ich kurz bekommen. Match found, sorry fürs lange Warten, aber ich glaube, wir haben es irgendwie umgekriegt, die Zeit. Machen doch eine kleine Runde, ich hoffe, wir werden noch einen erwischen und ein bisschen besseren Loot mal finden. Also das war jetzt ja mal für den Arsch. Außer natürlich das Kack-Sniper. Das kenne ich aus vielen anderen Battle Royale-Spielen, weil vor allem PUBG, das hat nie was getaucht. Vielleicht wäre es hier ja voll die Mörderwaffe, ich weiß es nicht, kann natürlich sein. So. Longing Pre-Match. Dann machen wir einmal den Ruckelflug, aber den wunderschönen Abgleitflug, den haben sie tatsächlich optimiert, was mich sehr freut, weil das war echt doof. Du bist ja runtergeflogen, bis du auf dem Boden warst. Was warst du nur im Ruckeln? Und dann standst du blöd da. So, es geht doch schneller. Hab ich das Gefühl? Ja. Läuft ein bisschen besser jetzt. Und wieder, wo ist die Frau? Oh, wieder einer auf dem Boden am Liegen, das wäre geil. Boah, nicht so viele. 41. Ja, die loggen alle ein. Also, ist will keiner. Eine Frau spielt doch ja hier. Ihr kennt's ja kaum, ne? Hallo, guck mal, wir balzen alle um ihr. Da balzen wir. Ach, wie romantisch. Romantisch. Ja, du auch? Nein, mit dir balze ich nicht. Balz mit ihr. Ein paar Hiebe auf den Popo. Ein Poppes. Kommen wir auch ab. Die steht hier auf mich. Gehen wir Runde fliegen. 51, 52, 53 Spieler. Was haben manche für ein Internet? Voll krass. Dann ist der Reaktor Tschernobyl. Versuche immer hinzulaufen, schaffe ich nie. Los, abheben. Wir sabotieren das hier alles. Ach, kein Pilot drin. Wo auch? Da.
Ich meine, kann man da reingehen? Das ist schon mal was. So, eine halbe Minute noch. Das sind natürlich geile Ortschaften. Habe ich eine Map hier? Nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Position überhaupt besuchen dürfen, weil der Hubschrauber hier startet. Könnte interessant sein. Los. Der Bücksprung. Bekannt aus vielen Spielen. Wir haben Schuhe. Wir haben Sneakers an, ne? 10 Sekunden. Los. Ich will killen. Ich bin der Battle Royale Profi. Nicht. Und es geht los. 79 Gegner. Mit mehr als 78. Die ich töten muss. Nein, töten sich ja gegenseitig. So, mal gucken. Ja, die Map, die lädt halt. Der erste springt jetzt hier bestimmt ganz schlau wieder beim Ort ab direkt. Erst ein paar Millionen. Deploy. Jetzt geht's los. Sobald die abspringen dürfen. Boah. Ich darf die Maus nicht so viel bewegen. Ich will am liebsten warten, aber sie springen immer welche ab, wenn ich abspringe. Wir sind nie alleine. Ich spring ab. Ich will so ein bisschen unscheinbarere Position. Ist nicht wirklich unscheinbar. Oh. Wird der jetzt schon falsch umgezogen? Ist ja doof. Hä? Meine Hoden. Sie flattern im Wind. Ich bin bestimmt der Einzige. Da, wo du hinguckst, fliegst du auch hin. Das ist das Problem. Ach, Arsch, ey. Ist hier irgendwas in der Nähe noch? Es muss natürlich einer mit. Oh, mehrere. Ich glaube, der will das selber. Nee, das Haus ist meins hier. Und es wird das Einzige sein, was leer ist. Ich sag's euch. Das Einzige sein, was leer ist. Ein Helm. Eine Hose. Ja. Wir sehen schon mal schick aus jetzt beim Sterben. Ein Magazin. Für ein SMG. Sehr schön. Ein Scope. Ja. Damit kann ich wenigstens auf ihn zielen. Mit der Hand. Das kann doch nicht wahr sein. Da Pistole. Kann ich da was drauf machen? Vielleicht ist er dadurch stärker. 24 Schuss. Boah, der hat gesessen. Boah, Alter. Ich konnte überhaupt nicht zielen mit dem scheiß Schalldämpfer. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Dann müssen wir noch eine Runde machen. Oh, ich hasse es an Battle Royale Spielen, diese Starts und dann sofort gekillt zu werden. Das ist so ätzend, ne? Weil du wartest 80 Stunden gefühlt auf eine Lobby und dann passiert das. Ich hab eine neue Chatnachricht, ich muss mal kurz was gucken. Waren in derselben Lobby. Ah, cool. Koba. Das ist aber weg, oder? Okay, weiß ich nicht. Ist ja egal. Hat er mich noch angeschrieben? Hat er auch gemerkt? Cool. So, wir müssen Gott sei Dank nicht allzu lange warten. 48 von 60. Oh, komm, Junge. Kann ich das nochmal machen? Oder muss ich das vielleicht nochmal machen? Weil er war gerade nicht grün. Ich weiß ja nicht, was das bringt. Squad steht da unten. Gleich geschafft. Machen wir noch eine Runde. Peinlich genug, das Optimieren hat ja hier geklappt, das Fliegen ist doch kacke und wir haben einige starke Lecks zwischenzeitlich, die dann tot sein können in Battle Royale, also dementsprechend muss das unbedingt gefixt werden. Aber sowas von. Mein Handy ist gleich leer. 51. Und auch die Interesse scheint ein bisschen zu sinken, weil früher war das ein bisschen schneller, obwohl es geht, so schnell ist es. Es sind immer noch viele Spiele, wenn man sich das überlegt. Diese Zahl ist eben, glaube ich, defektiv. Das ist irgendwas anderes. So, Lobby gefunden. Wer wusste, dass wir in derselben Lobby waren? Wo kann man das irgendwo sehen? Er sieht auf jeden Fall nicht ganz so glücklich aus, der Typ. Eher so ein bisschen traurig, würde ich sogar sagen. Aber bei der Umgebung hier, also ist nicht so die freudenspendendste, ne? So, gut. Wir sind jetzt bei 24 Minuten der ersten Aufnahme. Ey, krass, ich habe das Gefühl, ich spiele schon eine Stunde. Krass. So, laden Pompaden. Wir rennen schnell zum Reaktor, holen uns eine Waffe. Die Super-Reaktor-Waffe. Auf dafür ist das schon mal schneller. Das ist schon mal Gold wert.
Und das war jetzt nicht ganz so lange warten. Das ist das ganz typische Wartezeit, denke ich mal. Muss man den Schrobby an? Boah, 90 Sekunden, ne, 1,5 Minuten. Was soll ich denn so lange machen? Ich kann ja bis zum Reaktor rennen. Mach ich jetzt auch. Ich irgendwas tu. Was soll ich denn 90 Sekunden hier machen? 46 sind gerade. Also die Wettereffekte, Lichteffekte sind schon ziemlich gut. Die Grafik gefällt mir, das Setting gefällt mir eigentlich von Chernobyl und dem Wald. Die wollen alle zum Reaktor rennen. Es ist sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Es wird auch von Mal zu Mal besser. Wenn es Free-to-Play wird, wird es natürlich super. Kann ich aber nicht sagen. Aber wenn was Free-to-Play ist, hat das immer weitere Nachteile. Das wissen wir ja. Boah, sieht das gut aus mit der Sonne, ey. Nein, nicht aufhalten. Ich will auch zum Reaktor. Ich weiß ja, wahrscheinlich werde ich da gar nicht im Wald rennen dürfen, oder? So eine unsichtbare Wand, der sieht nämlich total falsch aus. Was hat die große Map und du springst ab, ne? Immer mit Leuten zusammen. Voll gemein. Ah, hier. Wo will er wohl hin? Wo will er wohl hin? Schläfst du mich wirklich? Du hast jetzt nichts anderes zu tun, als im Reaktor zu laufen und währenddessen einen zu prügeln. Oh, das sieht aber komisch aus mit den Bäumen. Ich glaube nicht, dass sie wollten, dass man so weit rennen kann. Obwohl, die haben ordentlich Texturen aus der Nähe. Und los geht's. 87. Oh, verdammt. Mal gucken, wo ich abspringe. Wollte heute einen anderen Battle Royale Titel testen. Null Spieler. Aber dann konntest du die Map alleine starten. Ich weiß, sag jetzt nicht welche. Vielleicht kriege ich ja noch eine Lobby voll. Oder zwei, drei Leute. Und dann konntest du jetzt alleine die Map machen. Und gewinnen. Kommt dann am Ende ein Hubschrauber, wenn die Map klein ist. So, ich warte mal ziemlich lange jetzt. Weil die Leute wollen in der Regel eigentlich zu großen Städten. Boah, Standbild im Hintergrund. Ich bin eher der Typ, der gerne so kleine Locations abfahren will. Weil irgendwann müssen doch mal alle raus sein. Das kann doch nicht sein. Die Antenne ist das da unten. Mit der Ortschaft dran. Korogott. Wie viele fallen denn da noch raus? Da sind schon 300 Millionen Stück rausgefallen. Das kann doch nicht sein. Vielleicht ziehst du der Ortschaft. F. Ah, Stempel. Schaut euch das mal an. Da kommen noch Leute rausgefallen. Wie viele sind denn hier? Die mit Wüstenstreifen jetzt. Das Fallen kommt mir noch ein bisschen langweilig rüber. Ne, da ist einer. Das ist ja von... Sie wollen mich doch natzen, oder? Das kann doch nicht sein. Wir sind doch nur vor 95. Was ist das da unten? Ich sehe was auf der Map. Da. Da ist aber der eine Typ gerade hingesprungen. Ich habe das da im Wasser gesehen. Das sah jetzt so komisch aus. So unscheinbar. Dass es bestimmt die krassesten Waffen von allen hat. Ist mir egal, ich will jetzt nicht direkt wieder am Anfang sterben. Muss ja nicht sein. Ich will eine Mini-Runde machen. Das ist aber sehr hübsch hier. Das ist aber ein wunderschönes Lager aufgebaut. Ohne Inhalt. Wie immer. Oh. Ich will mir nicht herzlich wenig bringen. Ist das ein fahrbares Auto? Cool. Ich hoffe, das Wasser tötet mich nicht. Aber warum auch? Sieht sauber aus. Immerhin schon mal ein Helmchen auf, ne? Roadkill? Was meint ihr? Roadkill? Was haben wir denn jetzt? Wir sind verdammt nochmal, der Flieger ist ja hier lang geflogen. Ein Autofriedhof. Boah, kannst nichts erkennen beim Fahren. Darfst die Maus nicht benutzen. Weg aus der Einflugschneise einfach. Boah. Haben wir ganze 10 drauf hier. Oh. Autofahren noch nicht gut. Noch gar nicht gut. Also überfahren kann ich es einem vergessen. Maximaler Speed. Das ist gefährlich, weil Tacho kaputt ist. Wow.
Geräusch, was wir machen im Auto. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Mann, ich hab den voll erwischt, ey, den Arsch. Oh, das gibt's doch nicht. Naja, was soll ich machen? Wenn das jetzt nicht ganz so lange dauert, machen wir noch eine Runde. Das ist ja immer... Boah, dann machen wir noch eine Runde. Also das ist ja natürlich kein Problem. Was nenne ich schnelles Matchmaking? Da sind wir mit zufrieden. Pompiden. So, Mann, ey. Aber den habe ich gut erwischt mit der Pistole, glaube ich. Aber das macht kaum Damage. Das ist halt eine Pistole. Hat die den Helm auf? Naja, gut, der hat mir einen Headshot erschossen, glaube ich, habe ich gelesen. Okay. Oh, bitte keine 90 Sekunden, bitte. Boah, ist das warm hier, ey. Ich renne nicht nochmal zum Reaktor, keine Lust. Machen wir ein bisschen Training. Hoppa, 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 hoppa. Also, wie gemeistert. Ja, war egal, wo ich im Battle Royale spiele, im Piss Battle Royale spiele hingehen. Es ist ein scheiß Spieler da, der einen gesehen hat. Es ist so normal bei mir eigentlich. Deswegen spiele ich eigentlich auch gar keine Battle Royale Spiele, weil ich einfach immer solche Situationen erlebe, zu 90%. Also ich habe einmal von 1000 Sprüngen, habe ich mal so die Situation, dass ich eine geile Sache finde und eine ordentliche Rüstung und erstmal meine Ruhe habe. Aber in 90% der Fällen ist das. Du machst was, gehst irgendwo hin, bumm, Spieler tot. Also das ist super enttäuschend an Battle Royale. Und deswegen spiele ich die eigentlich gar nicht so gerne, muss ich sagen. Ich gucke sie mir halt mal gerne an, ne, verfolge das, aber so dauerhaft spielen ist echt Frust. Da muss er echt einen Tag Pause machen. Boah, das Wasser ist aber wirklich nirgends so tief, ne? Aber dieser Start und sofort gekillt werden, ist bei mir eigentlich der Regelfall. Und ja, da verliert man die Motivation, das ist ja klar, ne? Wir versuchen mal weit weg von dieser scheiß Schneise zu kommen. Aber irgendwie sind da ja alle Spieler, sind ja überall. Finde ich da eben jetzt gleich? Das ist reiner Zufall. Meine Reine hat nichts damit zu tun. Versuchen wir jetzt nicht so feige zu sein und nehmen mal eine große Stadt. Guck mal, die alle abspringen auf einen Schaff. Was hat das denn für einen Sinn? Sag ich mal. Wow. Ich spring mal ab hier, ey. Mal nicht so feige sein. Holen wir uns mal was Vernünftiges. Was ich kann mich so besser dahin. So weit wie möglich rein in der Stadt. Bisschen das große Plushaus da hinten erwischen. Bin wahrscheinlich der Einzige, der hier ist. Oh, da fliegt auch noch einer. Ganz tief und entspannt. Da Reißleine ziehen müssen sie. Bleibt hier nichts übrig. Okay. Ich hab Brüste. Er hat sich das Haus vorgenommen, denke ich mal. Boah, das war ein guter. Ja, Bandagen. Und was liegt auf dem Klo? Toll. Erstmal erhöhte Position. Also stabil läuft es besser jetzt, muss ich sagen. Maschinengewehr, Maschinengewehr. Nee, nehme ich keinen. Schalldämpfer kann mich mal kreuzweise. Ein bisschen panisch. Oh, Dachboden. Ein Dachboden komplett nur, hier wird schon geballert. Und was hat der Tim wieder gefunden? Eine stinkende Pisspistole. Eine blöde Scheißpistole. Ich hab's doch schon einen Killer mit. War ich da schon drin? Nimm das doch. So doof kann keiner sein und hier reinkommen. Ey, was meinst du? Ist eine Etage höher.
ein Schuss mehr? Alter, hier sind doch alle Türen auf. Boah, kannst du überhaupt nicht orten, wo der herkommt? Verpiesel mich. Was ist das denn? Scheiße. Scheiße, ist ja gar nicht so, dass man seine Position massiv verrät. Kein Damage gekriegt, sehr gut. Mein Gott, ich höre die ganze Zeit Schritte. Mann! Ende.